Frauen selektieren beim Daten sehr stark aus. Nur es gibt eine Angewohnheit, die führt dazu, dass sie dich interessant findet und bei dir am Ball bleiben möchte und Lust hat auf ein zweites Date. Und das ist die Zielstrebigkeit bzw. ein lösungsorientiertes Verhalten. Wie kann man das Ganze jetzt aufs Daten beziehen? Stell dir mal vor, eine Frau trifft einen Mann und sie fragt ihn zum Beispiel, wo wollen wir hingehen? Und der Mann sagt, mir egal, ich habe sowieso keine guten Ideen, ich mache das, was du willst. Und zwischen den Zeilen sagt er im Endeffekt, meine Gegenwart und vor allen Dingen meine Meinung respektiere ich noch nicht mal selber als Mann. Und das führt dazu, dass die Frau es natürlich auf der anderen Seite auch nicht respektiert. Das heißt, sie bekommt von dir dadurch signalisiert, okay, das ist jemand, der will geführt werden, das ist ein Mann, der keine eigene Meinung hat, das ist ein Mann, der nicht in seine eigene Lösung lebt. Und wenn wir jetzt das Ganze mal umdrehen, stell dir mal vor, eine Frau fragt dich, wo gehen wir hin? Und der Mann sagt, okay, was magst du lieber, Sushi oder Italienisch? Dann hat er trotzdem, aufgrund seiner Persönlichkeit oder weil er gerne möchte, dass die Frau entscheidet, ihr die Wahl gelassen, aber er hat ihr dadurch gezeigt, dass er auch in der Lage ist, die Initiative zu ergreifen, dass er nicht einfach nur den Goldfisch macht und sagt, nach mir die Sinnflut, ich kann nichts entscheiden, ich vertraue meiner eigenen Entscheidung nicht. Und wenn wir uns so die Begegnungen von Mann und Frau anschauen, dann ist das im Endeffekt der Schlüssel dazu, dass eine Frau auf diese Art und Weise über dich nachdenkt, wie du auch über sie nachdenkst. Nämlich nicht einfach nur als Kumpel oder als netter Bekannter, den man eben mal so getroffen hat, sondern sie denkt über dich nach auf diese Art und Weise, ob das der richtige Partner für sie ist, ob das ein Mann ist an ihrer Seite, wo sie sich auch mal fallen lassen kann, wo sie das Gefühl hat, sie ist nicht immer nur die, die alles entscheiden muss. Woher kommt jetzt dieser Punkt, wo ein Mann vielleicht nicht so der Entscheider ist? Also das heißt, du siehst dich vielleicht gerade in dieser Position, der sagt, mir ist alles egal, ich vertraue meiner eigenen Entscheidung nicht. Und das ist einfach daher gekommen, dass du an irgendeinem Punkt in deiner Jugend, vielleicht auch als junger Erwachsener gemerkt hast, da war eine Frau, die hat auf deine Meinung geschissen. Da war eine Frau, der war es vollkommen egal, was du zu sagen hattest. Da war vielleicht auch Geschwister, Brüder, Familie, Onkel, Tante, Nachbar, die einfach vom Gefühl her nicht so richtig zeigen konnten oder auch von ihrem Feedback dir gegenüber, deine Meinung ist wichtig. Und traurigerweise hat das etwas mit dir gemacht, denn statt dass wir uns denken, wie schade, dass diese Menschen nicht die Eigenschaft haben, wertschätzend mit ihrem Umfeld umzugehen, fassen wir uns eher an unsere eigene Nase und denken uns, irgendwas ist falsch mit mir, weil diese Menschen respektieren uns nicht auf die Art, wie wir es gerne hätten. So, und hier haben wir natürlich dann nach und nach angefangen, die Macht abzugeben. Das heißt, du hast irgendwann festgestellt, diese eine Frau der war vollkommen egal, was du für Entscheidungen triffst, was du für eine Meinung hast. Und statt dass du schlecht über diese Frau denkst oder dir einfach nur denkst, das ist dann einfach keine Frau, mit der ich Zeit verbringen möchte, hast du das auf dich bezogen und hast es quasi so stark manifestiert, dass das sich fortgeführt hat. Und unabhängig davon, ob jetzt Menschen in deinem Umfeld sind, die auf deine Meinung Wert legen oder nicht, hat es dazu geführt, dass du dich jetzt immer so präsentierst. Du hast das Ganze zu deiner Persönlichkeit gemacht. Du hast dir den Deckel aufgesetzt, meine Meinung zählt nicht, es ist nicht relevant, was ich denke oder was ich entscheide, die anderen machen sowieso, was sie wollen. Und das strahlst du ab sofort aus. Das heißt, wenn eine Frau jetzt mit dir zusammenkommt und mit dir irgendwas planen möchte oder zum Beispiel dir auch sagt, hey, mir geht es heute nicht so gut oder ich habe irgendwas, dann ist dein erster Impuls nicht zu sagen, ich habe hier einen Tipp für dich oder was meinst du, könnte dir denn jetzt dabei helfen oder ne, wie kann ich dich dabei unterstützen, was brauchst du, ist dein Impuls dann eher sowas wie, ich kann ihr sowieso nicht helfen, die macht sowieso, was sie will, so, nach mir die Sintflut. Wie durchbrechen wir jetzt das Ganze? Wir durchbrechen das, indem wir uns bewusst machen, wo dieser Kreislauf von uns kontrollierbar ist. Du hast hier das Feedback der Frau, die sagt, ich will einen Mann, der führt. Ich finde es einfach schade, wenn ein Mann keine eigene Meinung hat. So, dann haben wir dein Verhalten, du führst nicht, du hast keine eigene Meinung und wir haben entsprechend das Feedback deines Umfeldes, deine Meinung interessiert uns nicht. Und entsprechend deines Verhaltens, dass du keine eigene Meinung hast, sagt die Frau, hey, lieber Mann, ich habe kein Interesse an dir. So, können wir die Frau kontrollieren? Wohl kaum. Können wir das Umfeld kontrollieren? Mitnichten. Aber wir können kontrollieren, wie wir über uns denken und wie wir uns entsprechend verhalten. Das heißt, wir überlegen uns jetzt mal, hey, ich zeige jetzt, ich habe eine eigene Meinung. Ich zeige jetzt, ich kann führen. Ich zeige jetzt, ich gebe einen Scheiß darauf, ob vielleicht irgendjemand das nicht gut findet. So, weil das ist mein Leben, meine Entscheidung, meine Meinung, ich kann das.
Also haben wir hier einen Verhaltenswechsel. Das Umfeld wird nicht zu 100%, aber wird dann entsprechend darauf reagieren, weil sie merken, okay, der steht zu sich, der steht zu seiner eigenen Meinung, respektieren wir. Die Frau wird merken, okay, das ist kein Ja-Sager, das ist kein Mann, der einfach nur möchte, dass ich entscheide, dass ich die Führung als Frau übernehme, sondern er kann das auch. Und es bestätigt wiederum deine neue Annahme, meine Meinung wird gehört, ich bin wichtig. Und das, mein Lieber, erzeugt Anziehungskraft. Denn Anziehungskraft bedeutet nicht, dass wir zu 100% eine Quote bei jedem Menschen auf dieser Welt erfüllen. Aber es bedeutet, dass du vor allen Dingen dich selber kennst und selbst anziehend findest. Und das hat nichts mit irgendwas Sexuellem zu tun, sondern es geht hier schon allein darum, bin ich der Meinung, ich treffe gute Entscheidungen. Ein anderer Punkt ist, wenn ich zum Beispiel in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen habe, die dazu geführt haben, dass mein Leben schlechter wurde. Also das heißt, ich habe mich für einen gewissen Job entschieden, für irgendeine Wortwahl vor einem Menschen und habe dann im Nachhinein gemerkt, das Ganze ist eher negativ auf mich zurückgefallen. Und so verlieren wir schlimmstenfalls mit der Zeit das Vertrauen in unsere eigenen Entscheidungen. Wenn wir das Vertrauen verloren haben, trauen wir uns nicht mehr, Entscheidungen zu treffen, weil wir dann glauben, es geht genauso schlimm weiter. Wie kann man jetzt aber lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und hier dürfen wir wieder den Blick ins Innere richten. Denn wir finden nicht die Bestätigung für richtige Entscheidungen im Außen. Also das heißt, es hilft dir alles nichts. Wenn du zum Beispiel Sushi über alles hast, du weißt, die Frau mag das total, dann triffst du die Entscheidung, wir gehen jetzt Sushi essen. So, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Weil du weißt, sie mag Sushi, aber du magst kein Sushi. Das heißt, du hast dir selber somit wieder signalisiert, dass du selbst deine Entscheidung nicht respektierst. Du hast nicht auf dein Bauchgefühl gehört, dass du Sushi nicht magst und du hast lediglich der Frau gezeigt, dass es nach ihrer Nase geht. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, wieder mehr auf unser Bauchgefühl zu hören, was wir gut finden, kommen wir wieder in das lösungsorientierte Verhalten. Also das heißt genau das, was Frauen attraktiv finden, nämlich, dass es vielleicht so ist, dass du Sushi nicht so magst, aber es wird sicherlich etwas geben, was ihr beide mögt und dahin werdet ihr essen gehen und das wirst du entscheiden, weil du dadurch auch dir selber zeigst, dein Geschmack, deine Meinung und was du möchtest, ist genauso wichtig wie das, was die Frau will und das bedeutet, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ich konnte 100 Männern schon dabei helfen, genau das wieder zu lernen, den eigenen Entscheidungen zu vertrauen, um Erfolg bei Frauen zu haben. Und dir kann ich auch helfen. Trag dich dafür jetzt unten in der Infobox, findest du den Link für eine kostenlose Potenzialanalyse ein. Wir schauen am Telefon, was dein Ist-Zustand ist und schauen, wie wir dir in der Zusammenarbeit helfen können, damit du deine Ziele bei Frauen erreichst.